Hallo YouTube? Leute, begrüßt gerne mal JT Reaction hier im Chat. Yes, wir werden jetzt die Gönnergy zusammen probieren und ich bin so gespannt. Wir hatten wirklich einen Kampf, die zu finden. Ich war noch nie in so vielen Rewe in meinem Leben wie heute. Ja. Bis dann jemand mir auf Instagram geschrieben hat, Tutti, wie wär's mal, wenn du online schaust, wo die verfügbar sind, anstatt hinzufahren. Ich glaube, die gibt's nicht überall und deswegen, aber wir haben sie jetzt gefunden. Da gab's so einen kleinen Stand. Wir haben hier einmal Juneberry Jam Geschmack. Okay. Eiskalt genießt, ich habe sie extra in den Kühlschrank gestellt. Ja, Digga, die sind übelst kalt. Vater ist übrigens auch dabei. Vater, willkommen auf YouTube. Vater und Emojis bitte in den Chat. Ich habe White Peach Geschmack. Ich glaube, das wird am besten schmecken. Ich habe Sweet Lemon. Ich habe das Gefühl, Hornas wird am besten schmecken. Was? Ich glaube, Tutti wird am besten. Ich glaube, das ist nicht so meins. Aber wir probieren die mal. Sind jetzt wieder so mit Kohlensäure und sowas? Ja, ja. Doch, ich glaube schon. Ja, weil hier ist so Sparkling. Guck mal, wie die Verpackung aussieht. Leute, egal wie die jetzt schmecken, okay, wir bleiben respektvoll. Hast du? Jetzt. Ja, ich bin einfach... Ich wollte zeigen. Wir bleiben respektvoll, auch in den Kommis. Ich kann mir gut vorstellen, dass Monte sich so viel Mühe gegeben hat. Safe. Weißt du, was ich meine? Wie krass ist die Farbe? Die Farben sind geil. Voll getroffen, gell? Passt auch perfekt zum Ding. Geruchstest riecht wie so ein Blueberry-Saft. Oh, lila. Oha, das sieht genauso gleich aus wie die Verpackung. Oha. Hä, das ist ja mal richtig schlau. Weißt du, wie das riecht? Wie Five Gum Kaugummis. Ja, Mann. Ja, ich wusste, ich kenne diesen Geruch. Oh mein Gott. Okay, wir probieren auf drei. Leute, cheers. Cheers. Girls, nein. Boah, das ist voll intensiv. Das ist richtig intensiv. Und es schmeckt original wie Five Gum. Das ist ja richtig heftig. Ja, aber nur als Getränk, voll lecker. Oh. Ich dachte, das wird mir gar nicht schmecken. Wisst ihr, was das Ding ist bei dem Getränk? Das ist wirklich süß. Ja? Ey, Leute, damit jetzt, keine Ahnung, Shisha oder so rauchen, ne? Ich empfehle es keinem. Aber es könnte schon gut ballern. Ich denke auch die ganze Zeit, so stell dir vor, man geht in ein Café, Shisha-Bar oder so. Mhm. Und dann, man nimmt meistens ja immer irgend so ein Energy. Weißt du, schwarze Dose oder so. Moloko, irgendwas. Ich weiß nicht, wer drauf gekommen ist. Wolltest du sagen, weil es viel ist? Ja, 0,5. Wollte ich gerade sagen. Tschüss, ich mach doch gleich eine Literflasche. Guck mal, Leute, wenn ihr das jetzt holt, das ist richtig praktisch, weil wenn ihr jetzt zu zweit sagt, kommt zu mir nach Hause, wir rauchen eine Pfeife, wir chillen zusammen, Mädels Night. Ihr könnt euch auf, locker zu dritt, zu viert diese Dose gönnen. Einfach für ganze Familie, das reicht doch für Cousin und Cousine und so. Der Call von mir war, glaube ich, richtig, das ist schon sehr heftig. Das schmeckt halt nicht irgendwie nach Blaubeere, sondern nach ganz vielen. Ja, aber das ist, so richtig intensiv und man schmeckt das Problem ist, so ganz es ist, viele Sorten. Es ist halt viel und es ist auch sehr süß und deswegen glaube ich, ich könnte niemals die ganze Soße, ja, man, die ganze Dose trinken. Wie viel kostet eine Dose? 1,50 € oder so? Doch, 70? Mit Pfand. 70? Ja, guck, 1,50 €. Ich glaube, das... Unter 2 Euro auf jeden Fall. Ich glaube, Monte wollte auf jeden Fall so 1,50 € in die Tasche. Ja. Aber er wollte dafür auch viel geben. Also hat ich finde das eigentlich perfekt, wie er es gemacht hat. Guck mal, halber Liter für den Preis, saugut. Ich finde 0,33 perfekt. Das riecht direkt. Alter, das riecht direkt. Oh. Warum ist das alles so intensiv? Aber ey, das riecht voll nach Brause. Das riecht nach Brause und Sprite irgendwie. Weißt du, wie das aussieht wie Fanta Zitrone? Okay, cheers. Das ist Lemon. Sweet Lemon. Okay. Original Sprite. Original Sprite. Das schmeckt echt wie Sprite. Das schmeckt nicht wie Sprite, das schmeckt wie 7-Up. Ja, 7-Up. Hä, warum bist du so gut, Digga? Warte, komm mal nach vorne. Guck mal mehr nach vorne. Das ist einfach 7-Up, weil ich hab gedacht, das wäre irgendwas anderes. Ich hab was anderes erwartet. Hä, das schmeckt voll geil. Hä, das schmeckt saulecker. Aber ich hab jetzt keine 7-Up erwartet. So. Ja. Das roch so nach richtig so krank intensiv, aber das ist angenehm. Das Ding ist, Leute, das hat sehr viel Potenzial, weil ich stelle mir das gerade so vor, in so einem hohen Glas mit Eis drinne, Minze, weißt du, was ich meine? Unten vielleicht so ein bisschen Rohrzucker nicht drin. Ist schon süß. Ich glaube, ihr seht das alle so falsch, weil ihr seht das so, ja, zum Partymat. Ich stelle mir das so vor, 3 Uhr morgens, du zockst mit deinen Freunden so ganz entspannt und dann trinkst du den so über den ganzen Nacht leer. Ja, aber das ist voll viel, Bruder. Ja, deswegen so über so 3-4 Stunden, so wenn du so abends eine Runde zockst mit deinen Freunden. Nee, aber nee, das nee, ist nicht so zum Exen so mal so neben dem Zocken, finde ich. Nee, finde ich auch nicht. Ich finde, das hat so einen Special-Geschmack. Das ist wirklich so, wenn du zum Beispiel Besuch hast und du willst so Cocktails anbieten, dann machst du das zum Beispiel rein, Ja, finde ich auch. Weil das ist sauintensiv. Ja, mit bisschen Minze kannst du schön gestalten, dann so kannst du servieren, weil das ist auch voll viel. Ich würde dem hier eine 8 von 10 geben. Ich gebe auch 8 von 10. Ich gebe eine 9. Ja. Und ich glaube, ich würde den 8,5 von 10. Echt besser? Echt so hoch? 8,5? Nein. Das kriegt auch eine 8 von 10. Nee, ich finde 8,5, weil das könnte ich mir eher vorstellen, wieder zu kaufen als das, weil das ist mir... Echt? Ja, weil ich finde das schon geil. Ich hätte das wieder gekauft. Das ist, finde ich, zu Sprite-mäßig. Kaufst du lieber Sprite? So. Hol ich doch gleich 7-Up. Ja, aber es ist so ein Monte-Abi. Ja. Und als letztes haben wir White Peach. Und ich glaube, das wird am besten schmecken. Habt ihr die auch schon probiert? Kommentiert es mal gerne rein oder auch hier auf YouTube. Ich das wird am besten schmecken. Sorry, ja. Ich habe voll den schlimmen Geschmack erwartet. Oh, Alter. Lemon habe ich auch irgendwie, ich dachte so... Boah, das riecht so richtig nach... Also es riecht sehr nach Peach.
Ja, sehr. Oh, Leute, guck mal, ist auch richtig gelb. Das riecht so nach Peach, Leute. Nein, aber nein, das nein. Das riecht sau synthetisch, aber das riecht nicht so natürlich. Die anderen Dinger rochen so. Künstlich? So, ja, nee, nee, das riecht irgendwie, finde ich, künstlich. Alle anderen riechen so. Das roch so geil nach Limette. Das riecht nach Gummibärchen, aber. Ja, so, wie diese. Ey, diese. Ringe. Nein, nein, nicht Ringe. Diese Pfirsich-Gummibärchen. Aber diese, Weichen, ja. Diese Weichen. Da haben so dieses Schachtding-mäßig. Dieses Schild. Ja, 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 dieses Schild ist so schildartig, genau. Ich blende Bilder ein, gell? Ich google die und blende die ein. Aber schmeckt gar nicht so danach. Bro. Doch, das schmeckt genau wie diese Gummibärchen flüssig, aber mit Kohlensäure. Aber das, das okay, das gefällt mir jetzt nicht so. Das, hey, das wird jetzt okay. Ich glaube sogar, das ist von den meisten deren Favorite. Aber guck, es schmeckt wirklich wie diese Gummibärchen in flüssig. Ja. Original. Original und da noch Kohlensäure drauf. Ja, es ist irgendwie. Es das ist kriegt eine 5 von 10. Nein, 5 von 10. Ich glaube 6 von 10. Es ja, ist jetzt nicht schrecklich, so. Ich kann mir auch nochmal nachschenken. So ist es jetzt nicht. Ich bewerte nein, so. Ich könnte mal nicht die Dose fertig. Ja, das ist schon halber Liter. Ich bewerte so, ich trinke das Ding erstens leer und zweitens würde ich es nochmal kaufen. Ja, und, siehst du. Ja. Und ich würde also würd dem hier, das hier, kriegt so, Löwe heute. Das hier kriegt so eine 6, so eine 5. Ey, dann mache ich es anders. Dann gebe ich dem, dann geben wir zusammen 9, okay. Oder? 9, ja. 9, also, okay. Weil dann kriegt der 8. Okay. Und der kriegt dann 6. Okay, ja. Okay. Ist solide, glaube ich. Ja, okay. Aber das ist eigentlich voll gut. Ja, das ist auch, ja. Das schmeckt auch wirklich gut, aber ich habe das irgendwie anders erwartet. Man stellt es anders vor. Man muss sagen, es ist aber trotzdem voll lecker. Es ist sau lecker. Wisst ihr, was das Ding ist? Also schlecht ist keins davon. Guck mal, warum machst du das? Keine Ahnung. Du lutschst daran, jetzt kannst du das. Warum trinken wir aus den Dingern, wenn du jetzt daran lutschst? die macht so. Und jetzt ist jetzt die Spucker wieder aus. Flex, keine Ahnung. Digga, wie dumm. Ey, Leute, ich hatte wirklich das Gefühl, dass das nicht so gut schmecken wird, weil ich hatte online mir viele Videos angeguckt, wie Leute das bewerten. Ja. Und deswegen habe ich Bock drauf bekommen, die selbst online zu probieren. Ja, gell? Ja. Und voll viele haben das eigentlich so lala bewertet, aber nö, ist gar nicht so. Ist Geschmackssache. Ja, ist jeder Geschmackssache. Hat einen anderen Geschmack. Weißt aber ich finde es eigentlich voll lecker. Ich finde es auch lecker. Und guck mal, man muss dran denken, Leute, wenn ihr in den Laden geht, es gibt so viele Getränke heutzutage. Ja. Also die Konkurrenz ist so groß. Ich glaube, Monte wollte einfach mal etwas machen, was es noch nicht so gibt. Ja, genau. Habt ihr die alten Geschmäcker probiert? Ja. Nee. Doch, ich hab's. Ach so, doch. Probiert. Du hast doch, sie doch gekauft. Doch gebracht. Ja, voll vergessen. Ah, stimmt, stimmt. Ich hab sie euch gegeben. Ja, wir haben sie mit dir probiert. Also ich hab die alten Flavors, habt ihr schon ein paar Mal getrunken. Bisschen Unpopular Opinion, aber schon Cheesecake war das geilste, weil es war halt sowas komplett anderes. Und hier ist es schon wieder so wirklich, dass es komplett anderes ist. Ich finde, das Lilane ist mit Abstand das Beste von allen bis jetzt. Ich sag dir mal was, Leute, die so treue Zuschauer sind von Monte und zum Beispiel gefühlt jeden Tag bei ihnen auf Twitch reinschauen und so, die kaufen das bis zum Geht nicht mehr. Ja, doch, das ist schon geil. Man kann es auf jeden Fall ausprobieren, Leute. Gönnt euch. Ich sag euch ehrlich. Aber ich muss sagen, das ist mir viel zu süß. Irgendwie alles. Jetzt, ich habe von allen einen Schluck genommen. Ich brauche wieder Wasser. Wir trinken nur Wasser. Stimmt, wo ist mein Wasser? Ich finde es ein bisschen zu süß alles. Wir trinken generell nicht so viel süß. Wir trinken wirklich nur Wasser. Nur Wasser, Leute. Deswegen, falls ihr eine Empfehlung haben wollt, holt euch Saskia auf die 1. Ansonsten sehen wir uns morgen ganz entspannt um 20 Uhr. Wir hoffen, es hat euch mal ein bisschen gefallen, was anderes hier zu sehen auf J2Rage. Und Monster AB, falls du uns wirklich gönnen willst, dann schick von denen ein paar Sorten. Ich küsse dein Herz. Ja, und am besten diesen Koffer da. Den fand ich auch sehr, sehr cool. Ciao. Ciao.